Servus und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf Eiskalt TV. Es ist ja nicht so weit. Nach exakt einem Jahr und einem Monat kann ich euch die Making the Squad Story präsentieren. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Viele haben drauf gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe eine Notiz gemacht, damit ihr genau im kleinen Detail wisst, wann das war, was passiert ist, wie kam es zur Kontaktaufnahme, wie hatte ich auf einmal Flugtickets und wie bin ich auf einmal in Berlin gelandet. Es wird geil, es wird nice, es wird auf jeden Fall sehr interessant für die Leute, die mal wissen wollen, wie man ins Fernsehen kommt. Für mich war das ja auch das erste Mal und ich kann euch nur sagen, es ist eine komplett andere Welt, auf der ich hingearbeitet habe, muss ich auch sagen, weil ich freue mich wirklich, solche Projekte durchzuführen und ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr das Ganze mir ermöglicht habt. Ihr werdet auch im Laufe der Story erfahren, warum. Das Ganze wird in 3 Parts aufgeteilt, das heißt, ihr werdet jetzt erstmal im ersten Part erfahren, wie ist die Kontaktaufnahme gelaufen, wie kam es zum Vertrag. Wie bin ich, wie gesagt, in Berlin gelandet? Part 2 geht dann darum, wie es dann losging. Und Part 3, was ist nach der Story oder nach der Show passiert? Was für Kontakte gab es dann auf einmal und. Ich schwöre es euch, es ist ein geiles Thema. Ich freue mich wirklich darüber zu erzählen. Ich hoffe, es wird nicht langweilig. Ich hoffe, ihr könnt nachempfinden, wie ich zu dem Zeitpunkt empfunden habe. Und ihr könnt vom Gefühl her mit dabei sein. Ihr seht es hier. Es wird auf jeden Fall geil. Kuss und das Ganze geht jetzt los. Also das Ganze hat auf jeden Fall so gestartet. Am 12. Oktober wurde ich mit einer E-Mail überrascht, wo ich eine Einladung erhalten habe bezüglich einer Fernsehshow, wo es darum geht, FIFA-Streamer einzuladen, die in einer Art Elimination-Stream bzw. Elimination-Show gegeneinander antreten in einer Real-Life-Challenge und natürlich in FIFA. Die E-Mail habe ich am Anfang erstmal ein bisschen ignoriert, weil ihr kriegt, wenn ihr im öffentlichen Leben seid, ein paar Mal solche komische E-Mails, sage ich jetzt einfach mal, wo ihr irgendwelche Produkte bewerben sollt oder irgendwo eingeladen werdet. Dann habe ich, wie gesagt, das am ersten Mal ein bisschen stehen lassen und am 14. Oktober ist dann tatsächlich schon die zweite E-Mail gefolgt und sprich, da wurde ein bisschen auf die Dringlichkeit darauf hingewiesen, dass ich, wie gesagt, beobachtet worden bin und sie eine Show durchführen möchte und sie möchte mich dabei haben, beziehungsweise vor allem erstmal in Kontakt treten. Ja, wie gesagt, es war am 12. und am 14. und am 15. habe ich mich dann dazu entschlossen, das ganze Thema mal anzugehen. Das heißt, ich habe mich gemeldet, habe dann gefragt, hey, wie sieht's aus, was geht's, was ist das und. Habe auch darauf hingewiesen, dass ich halt, ja, ein bisschen skeptisch bin, das ist ganz klar, das sollte man, finde ich, auch in dem Beruf. Dann sind wir so ein bisschen im Gespräch gewesen und am 16. Oktober, nachdem wir das Ganze dann ein bisschen besprochen haben, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, das Ding ist echt, ich muss es so nennen, weil ich hatte einfach dann irgendwann das Gefühl, okay, ich habe da gegoogelt, ich habe die Firma nachgeschaut, weil das Ganze ja von einem Produktionsteam kam aus London. Ja, ich kann euch nur sagen, man ist nervös, weil vor allem diese Masse, wo man da bekommen kann, innerhalb von kurzer Zeit, von verschiedenen Partnern oder verschiedenen, ich nenne es jetzt einfach mal im Allgemeinen, verschiedene Anfragen. Man musste es sich so genau anschauen und wirklich rauspicken. Kam dann auf jeden Fall zu dem Schluss, dass ich für mich gesagt habe, okay, das Ganze ist echt. Dann, wie gesagt, ging es weiter am 16. Oktober. Da haben wir dann ein bisschen die Details besprochen, was in dieser Show überhaupt gefordert wird. Zu dem Zeitpunkt muss ich auch sagen, es war Corona. Ich habe mich leider verletzt zu dem Zeitpunkt im Fußballspieler eine Woche davor. Und dann habe ich gedacht so, hey, ich soll eine Challenge antreten mit FIFA, also sprich, wo es um Fußball geht. Mit Bänderriss und ich so, ja, okay, wir schauen mal. Hab das denen ganz auch erläutert. Wir kamen dann aber zum Entschluss, dass es gehen würde. Und dann ging es auf einmal relativ schnell. Dann musste ich auch ein Telefonat nach London führen mit dem Produktionsmanager. Das war, wie soll ich sagen? Ich würde jetzt nicht sagen, ich kann kein Englisch. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, mein Englisch ist perfekt. Sondern eher so die Angst, ich glaube, das kann jeder nachempfinden, mit dem Handy nach London zu telefonieren, wo die Leute noch einen gewissen Akzent haben. Relativ schnell rede und du am Handy sowieso schon so ein bisschen versuchst, alles zu verstehen. Ja, das war so ein bisschen Springen aus der Komfortzone und tu es einfach. Und ich muss auch sagen, es war lustig. Klar, es gibt manchmal so Momente, wo man nicht weiß, wie man es aussprechen soll, beziehungsweise wie man es erklären soll. Aber es hat dann alles geklappt. Die andere Seite hat das Ganze auch mit Humor genommen, beziehungsweise dann immer auch eine Alternative gesucht. Dann kam dabei raus, dass ich definitiv in den ihr Profil passe und ich sollte jetzt auf die Schnelle ein 1-Minute-Video drehen für einmal den Produzenten natürlich und natürlich auch für den Regisseur
beziehungsweise G2. Und dann ich so, okay, hab dann aufgelegt, beziehungsweise mir fertig telefoniert und hab dann aufgelegt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt eine Stunde und muss eine Kurzpräsentation über mich halten, eine Minute lang. Und ich habe das Video auch gefunden. Ich werde euch das jetzt gleich einspielen. Viel Spaß auf jeden Fall damit. Es ist sehr, sehr witzig. Viel Spaß. Hi. My name is Kevin, I'm 28, I'm living in Germany and streaming since 2017. I decided to start Eiskalt TV as my main job in the year 2018 with the games like FIFA, Counter-Strike, Fortnite, Call of Duty and all the other cool games. And I think I would be a great personality for your show that you can't be missed. I'm very emotional. Online and offline, so in all my streams online and offline, all my YouTube videos in the football matches. And yeah, I think this could be also my strange against all the rivals, the always winning and want to be the best. And of course, for G2, the content creator team, I think I would be a good impulse, not only for G2, also for myself, for Eiskalt TV. And yeah, I really appreciate that. And stay healthy. Thanks a lot. Bye bye. Nachdem ich das Video dann gedreht habe, ging es natürlich weiter. Das große Thema war immer noch Corona. Ich kam zu dem Zeitpunkt aus dem Risikogebiet. Berlin war Risikogebiet. Und dann war das noch mit dem Teste und so weiter großer Fall. Ich kam irgendwie durch. Musste natürlich auch für Corona richtig viele Formulare aus London ausfüllen. Da musste ich auch so eine Art Test machen, wo ich bestehen musste. Da ging es dann darum, was muss ich tun, also wie soll ich mich verhalten, wenn, etc. Wie in der Schule halt, so ein kleiner Test. Wenn du den bestehst, kriegst du ein Zertifikat und dann wird sozusagen gesagt, okay, der Junge weiß, um was es geht, auf was er aufpassen muss und, und. Und dann kam mir, wie gesagt, einfach schon die Daten zu meinem Flug. Und ich habe dann die Daten gesehen und habe dann gesehen, heute ist 16. Oktober, 20. Oktober geht schon los. Also sprich, 16. Oktober, 20. Oktober, Flug von Stuttgart nach Berlin. Und dann merkt man einfach, okay, es wird immer ernster. Das Ganze wurde dann, wie gesagt, weitergeleitet. Das Video ging dann rüber zu den Personen, um die es geht. Also sprich, um die leitende Person. Und dann, nach dem Ganze, kam tatsächlich schon der Vertrag. Also sprich, nachdem ich alles vor mir hatte, Corona ausgefüllt, Video gedreht, Flugtickets, die Flugtickets, also beziehungsweise die Daten gingen natürlich nur darum, wann das Ganze losgeht. Und auf einmal wusstest du einfach, okay, du hast jetzt gerade einen Vertrag unterschrieben, du wirst deinen ersten TV-Auftritt haben und du darfst nichts darüber erzählen, du musst das für dich behalten, du hast Vertragsdetails, wo du, wie gesagt, ich darf es nicht aussprechen oder ich darf es nicht ansprechen, aber wo du einfach weißt, okay, das und das darfst du tun, das und das darfst du nicht tun. Crazy, crazy, crazy. Einen Tag später, am 17., habe ich dann die ganzen Verträge unterschrieben, habe alles, wie gesagt, geprüft, was man halt so macht. Und ja, dann war 17. vorbei und auf einmal am 18. hatte ich dann meine Tickets im Postfach. Das heißt, ich wusste, okay, 2 Tage Zeit zum Packen, 2 Tage, um zu wissen, okay, Kevin, es ist soweit, es könnte einer der größten Steps sein in deiner Eiskalt-TV-Geschichte. Zu dem Zeitpunkt vorne dran und wahrscheinlich auch noch hinten raus, weil das ist immer das erste Mal und das erste Mal ist was Besonderes. Wie gesagt, dann am 20. geht's los, 2 Tage vorbereitet, 2 Tage gepackt und. Dann ging es nach Stuttgart, von Stuttgart aus ging es dann nach Berlin. Und dort wurde ich dann abgeholt von einem Shuttle, beziehungsweise von einer Privatperson. Und dann wurde ich tatsächlich für 5 Tage im Hotel abgesetzt, wegen Quarantäne. Zu dem Zeitpunkt musste man einfach 5 Tage lang keinen Kontakt zu anderen Personen haben. Ihr habt es damals mitbekommen, ich habe auch vom Hotel aus gestreamt, ihr habt meine Stories gesehen. Das war ein Luxus. Also erstens war das Hotel perfekt und zweitens war dieses ganze Drumherum Luxus pur. Es gab 3-mal am Tag Essen. Wir durften jedes Mal aussuchen, es wurde einfach das Essen vor die Tür gestellt. Wir durften anfragen, wenn wir irgendwas wollen, es wurde uns sofort geholt. Also du hast dich tatsächlich zu dem Zeitpunkt gefühlt wie ein Star. Und es hört sich immer komisch an, aber es war das erste Mal, wo du halt wusstest, es geht hier gerade alles nur um dich. Das heißt, möchtest du das, bekommst du das, hast du das, dann wird alles dafür getan, dass du das nicht mehr hast. Also wenn es dir irgendwie gut geht. Das ist schon
ein sehr gutes Gefühl, aber natürlich auch ein sehr gefährliches, weil ich denke, da kann man sich sehr, sehr, sehr leicht verleiten lassen, dass man hier irgendwelche Dinge ausnutzt. Wie gesagt, ich habe das Ganze genutzt, ich habe gestreamt, ich habe mich vollgefressen und ich habe einfach die 5 Tage genossen. Am 21. Oktober haben wir dann die ganze E-Mails bekommen mit, also so eine Art Begrüßung, dass wir auserwählt worden sind. Dazu kann ich übrigens noch sagen, ich habe dann aufgrund vom Namen vom Produzenten, habe ich gesehen, wann ich beobachtet worden bin. Ich habe euch ja vorhin gesagt, ich bin euch dankbar, weil das Ganze ist auch von euch. Zu dem Zeitpunkt haben wir FIFA viel am Anfang gespielt. Dann gab es so eine kleine Rage-Phase, wo es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Ey, ich schwör's euch. Was war... Ey, ich schwör's euch. Rasch. Und dann haben wir tatsächlich, glaube ich, eine Woche oder so gestreamt mit der FIFA. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, Dienstag, wurde ich angeschrieben. Habe relativ viel Spaß gehabt, bin halt ausgerastet etc. Ihr seid eskaliert im Stream, ihr habt euch gefreut, ihr habt gelacht. Und das wurde halt alles beobachtet und dadurch wurde ich halt sozusagen auserwählt. Das war verrückt, weil wir haben es ja nicht mitbekommen. Ich habe es dann nur auf dem Grund vom Namen gesehen, weil er einen Sub geschenkt bekommen. Und dann ist mir der Name aufgefallen und dann wusste ich, ah okay, die haben mich also im Hintergrund die ganze Zeit beobachtet. Verrückt einfach, verrückt. Und wie gesagt, dann haben wir an dem Tag so die E-Mails bekommen, wie wir auserwählt worden sind, dass wir auserwählt worden sind, wie das Ganze ablaufen soll, wegen Equipment, wegen Essen und und. Ja, dann gab es noch im Laufe der Zeit, in den 5 Tagen, musste ich dann einmal mit dem Regisseur reden. Per Videocall und in dem Videocall hat er mir so gewisse Fragen gestellt und hat mich analysiert. Hat so ein bisschen ein Profil von mir gemacht, wie ich bin, was für eine Rolle ich so in der Show habe könnt. Und ja, das war tatsächlich das erste Mal, wo du dann richtig nervös warst. Also ich glaube, die Nervosität damals bei der E-Mail, wo du daheim bist, ist nochmal eine ganz andere Nervosität, als wenn du in eine andere Stadt bist, im Hotel bist, in eine andere Sprache reden musst und dann weißt du genau, diese Person ist der Boss von allem. Ja, die Nervosität war geil, weil du merkst erstmal, was für eine Person du selber bist, wie reagierst du in solche Ausnahmezustände und ich war richtig stolz. Klar, es gab manchmal so, wo er probiert hat, mich zu analysieren, aber ich wusste nicht genau, wie ich das jetzt ins Englische bringen soll, aber es hat dann geklappt und das war dann tatsächlich der Startschuss, das war kurz bevor es dann losging. Und dann auf einmal waren die 5 Tage rum. Du wusstest, okay, du packst jetzt deine Koffer und dann passiert Folgendes. Es klingelt an der Tür und es heißt nur, es geht los.